begrüße euch in mein Vollmondhoroskop am 7. August 2017. Was bedeutet ein Vollmond? Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne. Und wenn die beiden Lichter Sonne, Mond im gleichen Tierkreiszeichen, in gleichen Gradzahl stehen, dann ist es Neumond. Und Mond bewegt sich schnell, entfernt sich schnell von dieser Position und beginnt die zunehmende Mondphase, immer mehr Licht bekommt von der Sonne. Wenn die beiden Lichter Sonne und Mond gegenüberstehen wie heute, dann ist es Vollmond und die Sonne kann den Mond voll und ganz beleuchten. Aber in der Nähe befindet sich die Mondknoten und Mondknoten und ein Vollmondposition verursacht immer Finsternisse. Es ist zwar nicht ein exakter Finsternis, aber das befindet sich in der Nähe. Das heißt, heute haben wir ein partielles Mondfinsternis. Und wie wirkt das auf dem heutigen Tag oder was bedeutet noch ein Vollmond? In indischen Astrologie ist das ein Glück. Und sie beschreiben auch, wenn jemand in einem Vollmondtag geboren ist, da sind schon mal von der Geburt aus, nimmt das Glück mit ins Leben. Die indischen Astrologen sagen auch, in einem Vollmond sehen wir etwas. Das heißt, auch wenn das Nacht ist, der Weg ist beleuchtet. Und diese Klarheit, dieses Licht, das wir erleben bei jedem Vollmond, es soll etwas klar und deutlich erscheinen in unserem Leben. In diesem Bereich befindet sich auch unser Planet Erde. Wenn wir das aus der Sonne aus sehen könnten, dann erscheint es, dass unser Planet Erde und Mond in gleichen Linien befinden und es in die Nähe von Mondknoten, in die Nähe von absteigenden Mondknoten, was mit Vergangenheit, mit altem Karma etwas zu tun hat. Und weil die Erde auch in die Nähe befindet, bedeutet, wir brauchen Sicherheit, Stabilität. Aber sollen wir auch orientieren, weil im Vollmond soll unserem Lebensweg ein Licht bekommen, also brauchen wir Klarheit und Orientierung. Und wie sollen wir heute orientieren? Die beiden Tierkreiszeichen, die das vertreten, das ist Löwe und Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und Mond und unserem Planet Erde befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Also die Gleichgewicht hält Löwe und Wassermann. Und in die Nähe sind auch die Mondknoten, die absteigende Mondknoten oder wie die indischen Astrologen sagen, der Drachenschwanz, die Vergangenheit, die alte Karma, befindet sich in die Nähe in der Kreiszeichen Wassermann. Und die aufsteigenden Mondknoten, wie das die indischen Astrologen sagen, die Drachenkopf, befindet sich in der Kreiszeichen Löwe. Und das ist die Lernaufgabe, das neue Erkenntnisse, das Neuland, das unbekannte Möglichkeiten. Und das sollten wir im Gleichgewicht bringen. Also hier geht's um Vergangenheit und hier geht's um die Zukunft, was uns noch unbekannt ist. Wie halten wir die Gleichgewicht, wenn wir hier und jetzt sind? Und wenn wir hier und jetzt sind, dann bekommen wir Klarheit und Orientierung. Und welche Richtung sollen wir gehen? Das vermittelt die Tierkreiszeichen Schütze. Und genau an diesem Punkt, was unseren Weg beleuchten soll, befindet sich die Zentrum unserer Galaxien. Und wirkt auch Saturn und die Lilith-Energie in diesem Bereich. Das heißt, wir haben noch Lernaufgabe, die Zentrum, das Kern der Dinge zu erkennen. Und Lilith
zeigt auch unsere Wünsche und Sehnsüchte und das sollen wir ernst nehmen. Also die Richtung ist mal klar. Also in diese Richtung sollen wir gehen, was unserem Herzensangelegenheit ist, unsere Wünsche entspricht oder unserem Sehnsüchte. Und das ist die Richtung und die Richtung zeigt die Tierkreiszeichen Schütze. Und was gibt uns die feste Boden unter unseren Füßen? Das vertritt die Tierkreiszeichen Zwilling und hier ist auch etwas zum Orientieren. Das ist die Polarstern. Also beide Richtung, auch was uns Sicherheit und Stabilität gibt und auch was unserer Zukunft entsprechen soll, weil das wünschen wir, davon träumen wir, ist wichtig. Jetzt gerade die Orientierung und das können wir ganz genau beschreiben. Wir wissen, wo die Zentrum unserer Galaxie liegt und wir wissen auch, wo die Polarstern liegt. Wir müssen nur da in die Richtung schauen. Mit anderen Worten bedeutet das, wir haben Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Und das können wir klar und deutlich beschreiben. Und in diesem Weg sollen wir gehen. Und das ist die Orientierung. Und Vergangenheit und Zukunft sollen wir ausgleichen, wenn wir hier und jetzt sind, weil das gibt uns das innere Gleichgewicht. Und dann haben wir schon die Orientierung. Aber wir haben noch Hindernisse und das ist die Ungerechtigkeit und das macht uns auch wütend und das vertritt gerade die Tierkreiszeichen Waage und wir sollen von diesem Wut uns befreien. Also nicht näher damit beschäftigen, sondern wieder hier und jetzt sein, die Ruhe bewahren. Und wo fühlen wir noch eingeengt? Das ist das eigene Selbstwertgefühl und wir sollen mal mutig sein und zu uns selbst zu stehen und das vertritt die Tierkreiszeichen wieder. Und wenn wir mit unserem eigenen Werten bewusst sind, dann haben wir einen anderen Auftreten und da haben wir auch eine Lernaufgabe heute, weil das gibt uns ein gutes Gefühl und das hindert nicht, dass wir Kontakte haben und eine Partnerschaft zum Leben, weil wenn wir diese Stärke reinbringen in unseren Kontakte, ob das jetzt Freundschaften sind oder kollegial oder handelt sich um die Liebe, Partnerschaft, wenn wir diese Stärke haben, dann haben wir auch mehr Erfolg und mehr Anerkennung. Und das sollen wir auch uns befreien. Also nicht zu klein fühlen, nicht eingeschränkt sein, nicht unterdrücken lassen, sondern zu unserem Wert zu stehen und selbstbewusst sein. Und das ist auch gerade ein wichtiges Thema, weil wir fühlen das, dass wir da Einschränkungen haben und von diesen Einschränkungen sollen wir uns befreien und da mal Gedanken machen, gibt auch uns mehr Klarheit über unserem Selbst und so dann die Entscheidungen treffen und die Richtung ist auch klar, da wo unsere Wünsche liegen. Und das war mein Vollmond-Horoskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Andrea Susanna Medici.